traurig. Die Kathedrale sah auch nicht sehr glücklich aus. Vorbei am Tempel der Verehrung Gottes. Das sagte mir Martin Schwarz, ein sehr nachdenklicher Kollege, der die Kathedrale wirklich liebt. Martin ist ein wahrer Dichter, glaube ich. Er sagt, entleert von seinen Sinn gehalten, steht heute der Dom verloren da. Schwarz ist der Dom nur noch ein Souvenir vergangener Träume. Vielleicht muss der Dom immer der Welt fremd bleiben und könnte darum seinen Platz überall auf der Erde haben. Ich habe nicht ganz verstanden, wie Schwarz das meint, aber seine Postcards sind wirklich super. Wenn der Dom bei mir zu Hause in einem Erdnussfeld stehen würde, hätte ich keine Probleme. Aber mein Dom stand ja mitten in Köln. I'm working now. I'm developing photographs. Huh? You like the Germans, do you? Been what? Having a good time? Yeah, I met a lot of nice people and made a lot of photographs. Did you get the picture? Yeah. No, I didn't get the one yet. Now look here, Roberts. I sent you over there to get the goddamn picture. Now get it and get back out here inside of 24 hours. Otherwise, you're going to be out of a job. Do you understand, Robert? Diesmal steckt dies wirklich tief in der Tinte. Die ganze Nacht schlief ich im Entwicklerbad und hatte furchtbare Träume. I got it.
Worte, die Lösung gefunden. Das Unmögliche, möglich gemacht. Ich fühlte mich unglaublich high. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe es Köln und der Welt gezeigt. Das wird mir so leicht keiner nachmachen. Oder haben Sie schon mal versucht, den Kölner Dom zu fotografieren? Thank you.